Beats bei Bremen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3, der Danny spielt das. Willkommen in den Hut, heute übernehmen Sie einen Personenzug mit 8 Wagen nach Bremen. Dies ist nötig aufgrund erhöhter Fahrgastzahlen während des jährlichen Musikfestivals in Bremen. Ja, und das ist heute unsere Aufgabe. Müssen wir natürlich als erstes mal den Generalschlüssel einstecken. Diesen dann nach vorwärts verlegen. Lassen Sie die Fahrgäste zusteigen. Ja, das werden wir tun. Zack. Hier natürlich noch einige Dinge erledigen. Zum Beispiel die Federspeicherbremse lösen. PCB und SIFA ein. Wir verriegeln die Türen. Das hier mal auf dunkel. Das auf dunkel. Machen wir noch ein wenig Licht in der ganzen. Und dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit. Natürlich müssen wir noch uns befreien und die Signallichter einstellen. Nächste Station, Delmenhorst. Wunderbar, dieser Sonnenuntergang. Wunderschön. Trotzdem dürfen wir nicht zu schnell werden. Wir nämlich noch einen Gleiswechsel vorzunehmen haben. Traumhaft, dieses Bild. Traumhaft, wie die. Einfach ein wunderschönes Bild, dieser Sonnenuntergang. Wunderschön. So, jetzt können wir auch weiter aufschalten. So, 160 bzw. bei uns 140. Bin ich mal gespannt, was das für ein Musikfestival wird, wie das am Ende aussieht. Waren wir in Doppeltraktion? So, sollen in 8 Kilometer dann auch schon an unserem ersten Halt Delmenhorst sein. Ein
an diesem frühen Abend, kann man das so noch sagen? Früher Abend, 7:30? Denke doch, oder? Ist noch ein relativ früher Abend, ich denke, so kann man das sagen. Später Abend wäre, glaube ich, so 9 Uhr, 10 Uhr, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke 7:30, 19:30 Uhr, 35, kann man ruhig noch vom frühen Abend sprechen. Würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber nichtsdestotrotz geht hier natürlich jetzt so langsam die Sonne unter. Was wiederum diese wunderschönen Farben hervorruft. Also ich liebe ja den Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, das ist was Wunderschönes. Muss ich wirklich so sagen. Und wir sind ja auf dem Weg von Hude nach Bremen. Zum Musikfestival. Dementsprechend wird der Zug natürlich pickepacke voll sein, weil ich mir vorstellen kann, dass da sehr viele Menschen hin möchten, sich das nicht entgehen lassen wollen. Was wird da Schönes? Das sieht mir nach einer 110 mit ihrem RE aus. Wunderbar. Das hat aber noch ein bisschen Zeit. 3,3 Kilometer, um genau zu sein. Zeitdruck haben wir keinen. Das ist schon mal sehr viel wert. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich einigermaßen pünktlich ankommen, weil ich mir vorstellen kann, dass das Musikfestival 20 Uhr, 20.15, 20.30 so anfängt. Und die Leute wollen natürlich pünktlich da sein. Deshalb sollten wir schon den Fahrplan einigermaßen einhalten. Wenig rumtrödeln. So, können wir jetzt gleich runtergehen auf 120. Denn die sind vorgegeben. So, war das auch erledigt. Drücken natürlich die SIFA, um Gottes Willen. Sind wir auch gleich schon in Delmenhorst. Da hinten seht ihr das Ziel, die Zielmarkierung, wie auch immer. Da möchte ich eigentlich ziemlich genau drauf halten. Naja. Geht doch noch. Das geht doch noch, Sach. So, in Delmenhorst ist jetzt auch nicht so speziell viel los. Scheint jetzt auch nicht so groß zu sein, die Stadt, weiß ich nicht. Ich war noch nie da. Das auf jeden Fall ist Delmenhorst. An diesem doch relativ stark bewölkten Abend.
schließen die Türen, lösen die Bremse. Letzter Halt, die Stadt der Musikanten. Halten Sie die Fenster offen, vielleicht können Sie die Musik von der Brücke aus hören. Ja, das hört sich doch schön an. So, dann wollen wir doch mal aufschalten. Wollen wir gleich schauen, ob wir die Brücke gleich, ach die Brücke, die Fenster gleich aufmachen können. Schauen wir mal. Die Fenster schon mal los hier. Obwohl, es sind ja noch 12 Kilometer, aber ja, am Ende vergisst man es, ihr kennt das. Da bin ich wirklich mal gespannt, was da uns erwartet. Werden in der Stadt der Bremer Stadtmusikanten wirklich die Stadtmusikanten die Ehre geben? Oder wird es vielleicht sogar ein Feuerwerk geben? Was auch immer. Was tippt ihr? Was uns in der Hansestadt erwartet? Knapp 9 Kilometer, wenn wir es wissen. Bin wirklich gespannt, was uns da erwartet. Mag es vielleicht ziehen und etwas frischer, wenn wir hier beide Fenster los haben. Aber ja, dem ist dann jetzt halt, haben wir so. Ups. Ein bisschen schnell. Das ist nicht gut. So, 6 Kilometer noch. Da sind wir endlich am Ort des Geschehens angekommen. Gleich wieder 120. Und dann sind wir auch schon fast da.
So, er sagt, man sagt dir auch was von der Brücke. Wie kommt es zufällig? Vielleicht hört man da ja schon was. Oh. Muss ja erstmal hier reagieren. Jetzt haben wir nämlich gleich Zwangsbremse. So. Haben wir soweit erstmal geschafft. 60, SIFA. Befreiung. So, das haben wir soweit erstmal geschafft. Wir müssen uns ja hier trotz allem auch noch auf die Signale und so weiter konzentrieren, selbstverständlich. Tiefer. Hört man schon was? Jawohl, hört euch das an. Schaut mal da hinten. Da leuchtet schon. Wunderschön. Da können wir ein bisschen langsamer werden hier. So gleich 50 fahren. Schaut euch das an. Da hinten leuchtet's. Wunderschön. Da geht's ab. Techno ohne Ende. Mega. Bisschen langsamer werden hier. Ja, unter 24. Ist das sonst so heiß hier mit dem roten Signal, was gleich kommt? Aber hört euch das an hier. Da sind schon ordentlich Beats. Hier ja nicht so schnell reinfahren in den Bahnhof. Wir haben mal Zeit. Zumindest kein Zeitdruck, sagen wir mal so. Ach, fuck. Sorry, Leute. Nein. Sorry, das war keine Absicht. Langsamer werden hier. Ist das angesprochene gelbe Signal. Und dann sind wir auch gleich in Bremen. Beziehungsweise da sind wir schon. Der Haltepunkt ist noch nicht erreicht.
scheint es ordentlich. Da hinten seht ihr es auch leicht flackern. Wahnsinn, was hier abgeht. So, und schon sind wir in Bremen. So, wir sind angekommen in Bremen. So, wir hätten noch weiterfahren sollen müssen dürfen. Dann machen wir das. Mein Gott. Manchmal ein bisschen komisch, das ganze System. Denn jetzt? Sorry, aber manchmal ist das ein bisschen komisch hier. Großartige Arbeit. Für die Rückfahrt wird lediglich eine vierteilige Einheit benötigt. Teilen Sie diesen Zug daher auf und bringen Sie ihn nach Bremen Nebengleis. Ja, das werden wir natürlich tun. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Gut, tun wir das. Hier raus. Natürlich wieder die Türen hier ist dazu. So. Ja, dann gehen wir hier rein. Zu 10. Stecken Sie den Hauptkupplungsschlüssel ein. Stellen Sie den Kupplungsschalter auf 1. Haben wir? Drücken Sie und halten Sie den Kuppelknopf. Ziel erfüllt. Stellen Sie den Kupplungsschalter auf aus.
Dann dürfen wir es abermals umsetzen. Hier wieder den Generalschlüssel einstellen, einstecken, gehen vorwärts, Bremen Nebengleis. Da machen wir jetzt aber PCB in Siefer aus, weil jetzt sind wir im Rangiermodus. So, das brauchen wir jetzt nun wirklich nicht mehr. Genau. Jetzt los? Warum willst du nicht? Ach, ja, klar. Türen sind offen. Mann, Leute, echt. So, Bremen neu Nebengleis. Sind nach wie vor zu hören. Das wär's fürs Erste. Dieser Zug wird später am Tag die Rückreise antreten. Ja, ich würde sagen, dann sind wir hier fertig. Schade. Ich hätte ihn gerne noch weiter abgerüstet, aber das war uns nicht vergönnt. So, wir haben Gold erhalten. Haben eine benötigte Zeit von 28 Minuten und 14 Sekunden gebraucht. Das war's mit dem Szenario und mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ansonsten macht einen Daumen hoch. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Denkt an die Kanalmitgliedschaft, wenn ihr noch nicht Mitglied seid. Denkt an nächsten Donnerstag. Da gibt es ein neues Video. Anlässlich der Veröffentlichung zur linken Rheinstrecke. Und nächste Woche Samstag geht's auf nach Leipzig Hauptbahnhof. Freut euch auf allerlei Videos, allerlei Bilder. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.